Herzlich willkommen zu einem Champion Spotlight. Ich möchte euch den neuen Gott vorstellen in Smite, und zwar Amaterasu, eine Kriegerin. Und wir fangen einfach mal an. Ich zeige euch mal ganz kurz die Skills, die sie hat. Als Passive hat sie den erleuchtenden Schlag. Amaterasu umgibt Gegner, die sie mit Grundangriffen trifft, mit einem Licht nach 3 Treffern. Gegen dasselbe Ziel erhält der Gegner eine Aura, die seine Schwächen offenlegt, und erleidet mehr Schaden aus allen Quellen. Alle Gegner, die sich in der Nähe des betroffenen Ziels befinden, werden ebenfalls geschwächt. Dann der erste Skill. Amaterasu nutzt die Macht ihres Juwels, um sich selbst über 4 Sekunden zu heilen und eine beständige, stärkende Aura für nahe verbündete Götter zu erzeugen. Bei jeder Aktivierung der Fähigkeit wechselt die Aura zwischen Tapferkeit und Wohlwollen. Dann der zweite Skill, die himmlische Spiegelung. Amaterasu lädt ihren Spiegel 5 Sekunden lang auf. Während der Spiegel lädt, erleidet sie weniger Schaden. Durch erneute Aktivierung oder nach Ablauf der 5 Sekunden feuert sie ihren Spiegel geradeaus ab. Der Spiegel kann durch erfolgreiche Angriffe oder erlittenen Schaden aufgeladen werden und verursacht bei voller Ladung den bis zu doppelten Grundschaden. Der dritte Skill ist die glorreiche Attacke. Amaterasus heilige Klinge wirft ein Licht, das alle Gegner vor ihr verstummen lässt. Daraufhin stürmt sie voran, verursacht Schaden, durchdringt Diener und wird durch den ersten Gotttreffer gestoppt. Und die ultimative Fähigkeit ist die verwirrende Offensive. Amaterasu bündelt die Macht des Himmels in einem beeindruckenden Dreifachangriff. Der zweite Treffer verursacht 20% mehr Grundschaden und verlangsamt Gegner. Der dritte Treffer verursacht 40% mehr Grundschaden und betäubt Gegner. Jede Attacke muss ein gegnerisches Ziel treffen, damit die Combo weitergeführt wird. So, dann gehen wir auch gleich einfach mal hier vorne hin. Ich habe jetzt einfach nur hier diesen Trainingsmodus angemacht im Jungle, da kann ich euch besser die Skills zeigen. Wir greifen jetzt den Gegner einfach an, und wie ihr gesehen habt, nach dem dritten Schlag kommt dann diese Aura. Das heißt, der Champion bekommt jetzt in diesem Fall, wie wir unten sehen, Aura der Schwächung, 10% erhöhten erlittenen Schaden. Und alle Champions, die jetzt in seiner Nähe wären, würden ebenfalls 10% mehr Schaden erhalten. Dann der erste Skill ist ein einfacher Heilskill, was wir jetzt hier nicht sehen, ich euch aber gerne mal woanders zeigen kann, und zwar beim Feuerriesen, den wir hier vorne sehen, der uns jetzt mal ein bisschen Schaden macht. Jawohl, und wir setzen den ersten Skill ein, und wie ihr seht, tickt dann die Heilung hoch. Wunderbar. Gehen wir mal wieder kurz zu den anderen. Dann der zweite Skill, die himmlische Spiegelung. Wir laden Spiegel auf, das sehen wir da auch über unserem Feld. Und dann wird der Spiegel abgeschossen und macht Schaden. Der dritte Skill, da sehen wir hier schon den Balken. Da preschen wir vor. Und die ultimative Fähigkeit sieht dann so aus. Ja, das waren die Skills von Amaterasu, dem neuen Gott im japanischen Style. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, liked es. Wenn nein, dann schreibt doch in die Kommentare, was besser hätte sein können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.